Ihr hört 5 nach 5 mit Lukas und Christina und wir sprechen heute natürlich über dieses unfassbare Unwetter, das muss man eigentlich so sagen, das die Region gestern Abend getroffen hat, und es regnet ja tatsächlich immer noch weiter. Ja, und es ist so viel passiert, viel zu besprechen. Wir ziehen natürlich Bilanz über die Schäden. Wir wollen wissen, welche Folgen dieses krasse Unwetter für die Stadt Braunschweig hat. Wir schauen auch, wie schlimm es in anderen Städten und Landkreisen in der Region war. Und wir sprechen auch unter anderem über virale Videos, die im Internet kursieren, von denen einige wohl nicht ganz echt sind. Ich weiß noch, wir saßen gestern ungefähr zur gleichen Zeit hier und haben auch gesagt, naja, kommt ein Unwetter, kommt kein Unwetter. Man weiß es ja immer nicht so richtig. Ne? Ja. Wie schlimm wird es wohl werden? Ich glaube, wir dachten beide, ja, ein bisschen Regen. Ja. Ne? Vielleicht hier und da mal ein Bäumchen, was umstürzt oder so. Aber das, was dann am Ende wirklich passiert ist, hat alle Erwartungen übertroffen und auch alles, was wir bisher gekannt haben. Es war, also wir haben es tatsächlich so gemacht, wir sind hier in der Redaktion alle um kurz vor 18 Uhr aufgebrochen. Zumindest die konnten, haben unsere... Wir haben halt auch noch Witze gemacht. Ne? Komm schnell noch nach Hause, genau, bevor es schnell losgeht. Noch nach Hause. Es, wirklich, ich kam um die Ecke zu Hause, da hat es so ein bisschen angefangen zu tröpfeln. Dann habe ich meinen Laptop zu Hause wieder aufgebaut und dachte, ach Mensch, naja, es ist ja gar nicht so dunkel draußen und es ist gar nicht so schlimm. Ja, ich habe es mir auch noch richtig gemütlich gemacht auf dem Balkon. Ich meine, so ein Gewitterchen ist ja irgendwie auch mal ganz schön und romantisch. Dann habe ich mich draußen hingesetzt mit einem kühlen Getränk und erstmal genossen, als es angefangen hat zu regnen. Irgendwann musste ich dann aber rein. Tatsächlich, ich habe noch meine Wäschewanne auf dem Balkon aufgestellt. Also erstmal alle Pflanzen in Sicherheit gebracht, die irgendwie verhageln könnten oder so. Und dann dachte ich, Mensch, du wolltest doch letztens schon eine Regentonne kaufen und stellst halt eine Wäschewanne auf jetzt. Ja. Die war innerhalb von Minuten voll. Es war so eine 40-Liter-Wanne müsste es gewesen sein, also so eine typische Wäschewanne halt. Und dann hast du sie schnell reingeholt und eine neue rausgestellt? Die steht noch, sie ist einfach rübergelaufen. Ja, es ging dann irgendwann ja wirklich los. Erst war es nur ein ganz normales Gewitter, es hat gedonnert, geblitzt und geregnet, aber dann haben die Wassermassen extrem zugenommen, vor allem eben über Braunschweig. Feuerwehrchef Torge Malchau erklärt, sowas hat es in der jüngeren Geschichte der Stadt tatsächlich noch nie gegeben. Wir haben viele Erfahrungen. Einsatzkräfte, die 30 Jahre und länger im Dienst sind. Wir hatten gestern auch Mitarbeiter der Stadtentwässerung da, die gesagt haben, auch in deren Karriere hat es so ein Ereignis nicht gegeben. Wir waren vorbereitet auf ein Starkregenereignis, wie wir es aus den letzten Jahren kennen. Die Dimension, die es jetzt gehabt hat, dass wirklich drei große Gewitterzellen nacheinander über Braunschweig rübergezogen sind und einen Großteil ihres Wassers hier entlassen haben, ist einmalig in der jüngeren Geschichte. Das zeigt auch die Dimension. Bei normalen Starkregenereignissen haben wir zwischen 200 und 400 Einsatzstellen. Wir sind jetzt bei über 1000 Einsatzstellen. Und da muss man eben auch sagen, das Ganze ist gestern Abend auf uns zugerollt. Das heißt, auch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte haben schon werktags, tagsüber gearbeitet, sind dann in ihrem Feierabend in den Einsatz gegangen, haben teilweise bis in die Morgenstunden. Die erste Tranche haben wir nachts um zwei ausgetauscht und heute Morgen weiter. Die sind am Ende, sodass wir uns eben entscheiden mussten, auch Unterstützung aus den Nachbarlandkreisen anzufordern. Ja, es waren bis zu 65 Liter auf dem Quadratmeter in der Stunde oder was genau war die Zahl? Ja, genau, so in der 65 Liter, also ne, ein bisschen mehr als meine Wäschewanne voll, in so ungefähr, ich glaube von 18 bis 19:30 so ungefähr, also so, wo das Hauptgewitter war quasi. Ja, ich glaube, mit deiner Wäschewanne kann man sich das ganz gut vorstellen, wie viel es wirklich war. Mit diesen Zahlen kann man ja immer recht wenig anfangen. Auf jeden Fall war es bisher ungekannt. Es hat den ganzen Tag, auch heute noch, über viele Einsätze gegeben. Immer wieder Martinshorn zu hören in der Stadt, vollgelaufene Tiefgaragen natürlich, Krankenhauskeller standen und stehen zum Teil vielleicht auch noch unter Wasser. Es war eine Menge los. Das Glück im Unglück, wenn man das so sagen kann, war aber im Grunde, dass diese drei Gewitterzellen, die hintereinander sich so dolle abgeregnet haben, nur Braunschweig so schlimm getroffen haben. Ja klar, wir haben natürlich auch Berichte aus Salzgitter und Wolfenbüttel auf unserer Homepage. Beide Städte und Landkreise hat es auch zum Teil ziemlich stark getroffen. Auch in Wolfsburg und Gifhorn gab es zwar Feuerwehreinsätze, aber es war eben zum Glück möglich, dass Feuerwehrkräfte von andernorts aus der Region nach Braunschweig hineingezogen werden konnten, um da in diesem Epizentrum zu helfen, da wo es wirklich nötig war, da wo die Hütte gebrannt hat sozusagen. Ja, es war wirklich krass, muss man sagen. Also es waren alle 30 Ortswehren im Einsatz, die Berufsfeuerwehr mit allem, was sie hatte, THW und eben dann noch die Feuerwehren zusätzlich aus anderen Städten und Landkreisen. Mhm. Und ich war heute in der Mittagspause kurz in der Stadt
Und bin da so vorbeigelaufen und da saßen wirklich so zwei völlig fertige Feuerwehrleute an ihrem Auto, weil die halt einfach auch durchgängig jetzt im Einsatz sind. Ne? Ja, das wäre wahrscheinlich ein gutes Foto gewesen. Hast du wahrscheinlich nicht. Ne? Ich habe gedacht, mein Gott. Lass sie jetzt mal in Ruhe. Lass die armen Menschen einfach kurz in Ruhe. Ja. Wir sagen natürlich vor allem Danke, ne, dass die das auf sich genommen haben. Ich meine, es waren ja dann auch viele Ehrenamtliche, die gestern den ganzen Tag normal noch gearbeitet haben in ihren eigentlichen Jobs und dann wurden sie abends gerufen, haben zum Teil auch die ganze Nacht dann verbracht. Es ging vor allem auch ums Wasserabpumpen natürlich aus überlaufenden Kellern. Viele Restaurants und Läden in der Braunschweiger Innenstadt waren auch betroffen, mussten schließen, ihre Gäste vorzeitig quasi rausschmeißen und es wurde auch viel Ware beschädigt. Also vielleicht folgt ihr auch einigen Läden bei Instagram. Viele Posts, die zeigen, dass brandneue Schuhkartons aufgeweicht waren. Da muss sicherlich viel weggeschmissen werden und der Schaden ist dementsprechend dann auch hoch, denke ich mal. Auf jeden Fall, aber nicht nur hier bei den Einsatzkräften in der Stadt war viel los, sondern auch in den Notrufzentralen. Also 4.600 Notrufe sind in Braunschweig gestern Abend eingegangen und nicht jeder ist auch direkt durchgekommen. Ja, heute auch noch viele Einsätze, die erstmal abgearbeitet werden mussten. Da hat sich dann anscheinend wirklich so eine Art Warteliste angesammelt. So langsam kann man jetzt, glaube ich, sagen, die Lage hat sich beruhigt. Problem ist jetzt aber auch wieder, weil es regnet, steigt die Hochwassergefahr bei Flüssen, auch bei Oker und Aller insbesondere. Also eventuell kommt da auch noch mal was auf uns zu jetzt. Als ob das gestern Abend nicht schon schlimm genug gewesen wäre. Zu den Kosten gibt es noch nicht so ganz genaue Angaben. Aber was wir bisher wissen ist, es ist deutlich krasser als bei bisherigen Unwettern. Also letztes Jahr im August, da hat es ja schon mal ziemlich fette Regenfälle gegeben zum Beispiel. Ja, stimmt. Wir erinnern uns, 169 Schäden hat es damals gegeben. Dieses Mal sind es tatsächlich 5.000. Davon geht die öffentliche Versicherung in Braunschweig aus. Der Schaden insgesamt ist 15 Mal so hoch. Nicht 1 Million Euro, sondern 15 Millionen Euro. Das sind zumindest erste Schätzungen, auf die man sich aber, glaube ich, schon relativ gut verlassen kann. Das ist richtig, richtig krass. Falls ihr betroffen seid, da findet ihr bei uns im Netz alle wichtigen Infos. Zum Beispiel, wenn ihr einen Wasserschaden am Auto habt, was dann welche Versicherung eventuell zahlt. Wir haben euch das alles mal aufgeschrieben, könnt ihr bei uns nachlesen. Ja, spannend natürlich auch die Frage, wie das bei Mietern ist, wenn es da einen Wasserschaden gibt. Wie kann man handeln? Was muss man tun? Wie schnell muss das gehen und sowas? Auch dazu haben wir euch ein paar Infos aufgeschrieben. Ja, die gute Nachricht, die man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass bisher anscheinend tatsächlich keine Personen zu Schaden gekommen sind. Nur in Salzgitter gab es kurz mal Panik. Genau, es soll ein Mann beobachtet haben, wie ein ungefähr 9 Jahre alter Junge im Fluss Warne davon getrieben ist. Er soll ein rotes T-Shirt getragen haben und sich, so sagt der Zeuge, das in einer äußerst gefährlichen Situation befunden haben. Trotz einer groß angelegten Suche haben die Rettungskräfte aber keinerlei Anhaltspunkte gefunden. Aber auch bei der Polizei gibt es keine Vermisstenanzeige bisher. Also hat man sich dazu entschieden, die Suche gegen 23 Uhr gestern Abend erstmal vorerst einzustellen. Ja. Sobald es da was Neues gibt, erfahrt ihr es bei uns auf braunschweigerzeitung.de. Da ist also noch nicht so ganz klar, was an dieser Meldung dran ist. Und da sind wir im Grunde auch schon beim nächsten Thema. Das ganze Netz ist ja voller Videos, die das Ausmaß dieser Katastrophe zeigen. Unfassbare Wassermassen, ganze Straßenzüge wurden zum Teil zu reißenden Flüssen. Am Bohlweg war es besonders schlimm. Autos schwimmen weg. Wasserfälle, die von Fabrikdächern fallen. Ich habe mir alles, glaube ich, schon 100 Mal angesehen. Ich glaube auch. Also wir haben viele, viele Videos von euch bekommen. Ja. Vielen Dank dafür auch. Die haben wir natürlich alle durchgeguckt. Da sind uns aber auch ein paar Videos aufgefallen. Wie soll man es sagen? Also, es sind Fakes. Muss man es einfach sagen. Es sind keine Fakes, aber sie sind nicht aus Braunschweig, weil das hat ja das Gewitter nicht nur Braunschweig betroffen, sondern zum Beispiel auch Nordhessen, Kassel, da die Ecke ganz doll.
Ja, genau. Und ja, dann wurden Videos quasi im Netz verkauft unter der Überschrift, oh wow, schaut mal, wie schlimm es gerade in Braunschweig ist. Bekannt und viral gegangen ist ein Video von einem weißen Fiat, was das Auto ist so durch die Straße getrieben, wurde weggeschwemmt. Es sah so ein bisschen nach östliches Ringgebiet aus, stand auch in manchen Captions. Dann haben wir aber mal gecheckt, weil es uns ein bisschen komisch vorkam, dass dieses Auto ein Kasseler Kennzeichen hat. Hätte natürlich sein können, dass ein Kasseler Fiat auch in Braunschweig mal unterwegs ist. Aber wir haben dann tatsächlich rausgefunden, nee, das ist gar kein Video aus dem östlichen Braunschweig. Das ist ein Video aus Kassel, was dann irgendwie falsch deklariert wurde, wie auch immer das gekommen ist. Ähnliches gibt es ja zum Beispiel auch noch mit dem Bahnhof. Also da hat auch jemand geschrieben, typisch Braunschweiger Bahnhof irgendwie. Genau. Einfach Braunschweiger Bahnhof geht voll unter oder so. So, genau. Und es stellt sich am Ende raus, nein, das ist gar nicht der Braunschweiger Bahnhof, sondern der Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Ja, das also ein Trend der modernen Zeit, des TikTok- und Instagram-Zeitalters. Also bei den Videos, die man so zu sehen bekommt, muss man aufpassen, woher sie denn kommen. Ein paar Videos sind nicht fake, aber dafür ziemlich witzig, ziemlich viral gegangen. Ist zum Beispiel ein Typ, der in den Braunschweiger Regenfluten schön sportlich joggen und dann sogar auch schwimmen gegangen ist. Ein paar Jugendliche hinterm Schloss sind außerdem auch baden gegangen, haben, glaube ich, so ein paar schöne Arschbomben ins Wasser gemacht. Ein paar Beispiele könnt ihr euch gerne nochmal ansehen. Den Schwimmer zum Beispiel findet ihr auch auf dem TikTok-Kanal der Braunschweiger Zeitung. Im Querum waren auch noch Leute mit dem Kanu unterwegs. Also, ein paar haben was draus gemacht. Genau, ein paar haben den Abend zumindest für sich gerettet. Beste draus gemacht, ja. Ja, und auf unserem TikTok, nein, auf unserem Instagram-Kanal, wollte ich eigentlich sagen, ist der Oberbürgermeister Braunschweigs, Thorsten Kornblum, noch zu hören. Heute Abend wäre nämlich eigentlich Braunschweiger Nachtlauf gewesen, eine riesengroße Veranstaltung. Sie wissen, dass der Nachtlauf insbesondere als zentralen Punkt den Bohlweg hat. Derzeit ist es so, dass der Bohlweg nicht freigegeben werden kann von der Feuerwehr, weil das Einsatzgebiet ist. Zudem kann man nicht beginnen mit dem Aufstellen von Sperrungen, weil die Feuerwehr im gesamten Stadtgebiet natürlich die Bereiche braucht. Ja, völlig logisch, dass das heute so nicht machbar ist, organisatorisch, aber eben auch einfach prinzipiell. Es ist trotzdem natürlich mega schade, wir wären nämlich auch dabei gewesen, aber es ist auch bei weitem nicht das einzige Fest, was heute in Braunschweig abgesagt werden muss. Ja, auch in anderen Städten, Wolfenbüttel zum Beispiel, das Sommerfest des BIZ findet auch nicht statt. Alle Infos dazu auch im Live-Ticker auf braunschweigerzeitung.de. Jetzt haben wir schon mega lang und mega viel besprochen, aber eine Frage, die ist für mich jetzt noch offen geblieben. Das, was wir gestern in Braunschweig erlebt haben, das war ja im Grunde eine Art Katastrophe. Kann man sagen. Ja, ich finde, es ist ein hartes Wort, ne, aber trifft zu. Ja, genau. Das ist ja die Frage. Wann fängt das Wort Katastrophe an? Also viele von euch Lesern, von euch Hörern, haben sich nämlich auch bei uns gemeldet und haben gesagt, naja, hätten wir nicht eigentlich nach diesem neuen System, was da gerade erst getestet wurde, eine Nachricht aufs Handy bekommen müssen. Ja, oder eben zumindest irgendeine andere Art der Warnung, zum Beispiel etwas altmodischer per Sirene. Aber wir wissen ja, was die Sirenen betrifft, dass es die in Braunschweig einfach nicht mehr gibt seit einer ganzen Weile, sollen aber vielleicht schon Ende 2024 wieder aufgebaut werden. Aufs Handy allerdings soll es Warnungen gegeben haben. Ich habe keine bekommen, aber uns haben Infos erreicht, dass zum Beispiel die Warn-App Nina den ganzen Abend über mehrere Warnmeldungen versendet hat. Auch heute soll schon wieder mehrfach vor Starkregen gewarnt worden sein. Ich habe das eben nochmal bei mir gecheckt. Ich habe nämlich auch keine gekriegt und habe festgestellt, es lag an meinen Einstellungen. Ah, ja. Ich hatte irgendeine Berechtigung nicht erteilt, weswegen die App mir keine Benachrichtigung senden darf. Ja. Vielleicht checkt ihr alle eure Handys auch nochmal ab, ob Wichtiger es da Hinweis. An den Einstellungen liegt. Weil das kann durchaus wichtig sein. Das ist ein guter Hinweis. Sollte man unbedingt mal in die Einstellungen schauen. Und wir schauen auf unser Programm und sind, glaube ich, für heute erstmal durch. Das waren wahnsinnig viele Themen. Und wir sind jetzt, glaube ich, alle miteinander schon auch ein bisschen fertig. Ne? Also das hat uns schon mitgenommen. Ich meine, am Ende sind wir ja eigentlich noch glimpflich davon gekommen. Ne? Also ich meine, es ist niemand zu Schaden gekommen. Und ja, Materialschäden lassen sich dann doch irgendwie wieder ausgleichen und beheben. Trotzdem natürlich auch mega ärgerlich. Also ich kenne auch einige, die jetzt ihren ganzen Krempel aus dem Keller nach oben getragen haben. Und da kommt auf jeden Fall noch viel, viel Arbeit
auf viele Menschen zu. Symbolbild ist auf jeden Fall auf unserem Instagram-Kanal zu finden. Ein geniales Foto, was unser Kollege Markus Hörster gemacht hat. Eine nasse Ratte am Braunschweiger Bahnhof. Wir streiten uns schon den ganzen Tag darüber. Ich finde sie niedlich. Ich finde sie vor allem bemitleidenswert, aber trotzdem nicht niedlich. Da ist für mich die Grenze. Es ist wirklich ein geniales Foto. Also ich meine, man sieht ja generell sehr selten Ratten. Sie dann vor die Linse zu bekommen, ist die eine Sache. Und die andere dann, sie in einem solchen Zustand. Also ich meine, Ratten leben ja bekanntermaßen eher so im Untergrund in der Kanalisation. Und auch die waren gestern anscheinend ziemlich betroffen und mussten dann mal aus ihren Löchern hervorkriechen. Schaut gerne einfach mal rein. Wir suchen vor allem noch eine Caption für dieses Bild. Ne? Uns ist keine gute eingefallen, wollen wir von euch wissen. Ja, wie würdet ihr dieses Bild denn betiteln? Schaut also wirklich gerne mal rein. Braunschweiger Zeitung bei Instagram. Wir danken euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr auch nächsten Montag wieder dabei seid, hoffentlich. Wir machen Wochenende. Auch trotz aller Umstände heute, wie immer gilt, wenn ihr noch Fragen habt, irgendwas, was ihr loswerden wollt, schickt uns gerne eine Mail an 5nach5@funkemedien.de oder ihr schreibt direkt eine WhatsApp an die Nummer in den Shownotes. Bis dann und schönes Wochenende. Tschüssi. Tschüss.